edler Stabmann, ich bin Guide und ich führe dich zurück zu deiner Klarheit. Heute mit einem Wunschvideo für Xamala bezüglich, du hast so glatte, schöne, leuchtende Haut. Ist es genetisch? Was machst du? Erzähl doch mal. Super gerne. Also das Erste, was mir wichtig ist, ich glaube, es ist ein bisschen genetisch, denn wenn ich meine süße Mama anschaue, die ist Mitte 70, die ist wunderschön, hat ganz glatte Haut und ist einfach ein ganz großes Vorbild für mich. Sie hat eine ganz andere Pflege drum. Werden wir das nur im Sinne von genetisch daraus ziehen, dass es vielleicht auch ein bisschen, das ist der zweite Aspekt, auf Einstellung beziehen können. Ich glaube, grundsätzlich ist meine Familie dem Leben wohlgesonnen und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, welche Ausstrahlung man hat, wie sich dann auch die Haut zeigt. Vielleicht mache ich mal ein Video über glatte Haut, was du tun kannst, dass du tatsächlich vom Thema Falten her nur die hast, die in dein Gesicht gehören, weil sie zum Beispiel vom Lachen kommen. Die sollen ja da und drin sein. Alle anderen Aspekte, glaube ich, haben wirklich mit der Einstellung zu tun. Und mit tollen Pflegeprodukten. Ich habe alles geändert, seit ich vegan lebe. Also das ist dann schon mal der dritte Punkt. Für mich ist die Kosmetik wichtig, dass sie vegan ist. Wenn ich Tierleid nicht in mir haben möchte über die Nahrungsaufnahme, dann möchte ich es natürlich auch nicht außen auf mir drauf haben über die Pflege, die ich sozusagen auf mich drauf schmiere. Und mir ist wichtig, dass es tierleidfrei ist. Und dann, du, wie immer in meinen Videos, recherchiere bitte auch selber. Ich habe festgestellt, dass es da eine riesen Bandbreite gibt, wonach man alles schauen kann, was bewirkt und was einfach ganz schlecht für den menschlichen Körper ist, mit dem, was dann aufgenommen wird. Prüf da ein bisschen selber. Es gibt tolle Bücher, lass mich nachdenken. Eins heißt so ähnlich wie Giftcocktail Badezimmer, da mache ich dir den Link unten rein. Da war ich sehr entsetzt, was nicht nur in unseren Lebensmitteln, sondern eben auch in der Körperpflege alles drin ist, wo nahezu bekannt ist, dass es weder gesund ist, noch Krankheiten verhindert, wenn ich es mal hübsch formuliere. Alles, was ich ausgesucht habe und dir heute zeige, steht hier schon. Alles das, was ich dir zeige, ist ausschließlich für mein Gesicht. Die Kriterien sind, wie du es schon gehört hast, vegan, tierleidfrei und ich habe eine sensible Haut. Also ich habe weder eine super trockene, schuppige, noch fettig, noch irgendwas, sondern meine Haut ist wie ich, das passt. Sehr sensibel, die hat hin und wieder unterschiedliche Wünsche und für mich war es echt der Punkt, ich habe wahnsinnig viel probiert. Das ging dann irgendwie 2-3 Wochen gut und dann hat meine Haut gesagt, nee, jetzt mag ich es doch nicht mehr. Die Sachen, und ich möchte sogar sagen, von der Hauptfirma, die ich dir zeigen werde, helfen meiner Haut und sind super. Die Firma, um die es geht, wo das meiste herkommt, was in meinem Gesicht landet, ist die Firma Hey Mountain. Die waren vor einiger Zeit noch ansässig in Heuberg. Ich gehe davon aus, der Name kommt daher. Was ist das Erste, was ich benutze? Das ist ein Cleaning Gel, das benutze ich, wenn ich unter der Dusche bin und einfach nur mein Gesicht reinigen möchte. Wie gesagt, auch hier alle Links zu den Sachen, die ich benutze, aber nicht nach dem Motto, kauf die auch, sondern schau mal, was es stattdessen gibt, was für deine Haut vielleicht viel besser passt. Wenn ich meine Haut abgetrocknet habe, bin ich ein ganz großer Fan vom Rose Toner. Den gebe ich entweder mal nur mit dem schönen Spender aufs Gesicht und lasse es einwirken, ist im Sommer auch mal ganz schön kühl, nebenbei als Trick. Ich nehme es aber meistens mit dem Wattepad dann vom Gesicht wieder runter. Was ich sehr liebe, ist diese Augencreme. Die ist for your eyes only, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber weißt du was mir gerade einfällt? Ich glaube, die könntest du sogar, wir haben ja gerade Dezember,
hervorragend nehmen, wenn du eine Schnupfennase hast. Ist sicher ein bisschen ein Preis für eine Heilnasencreme, aber die ist einfach sehr angenehm und wirkungsvoll. Bei mir wirkt sie um die Augen. Und hier kann ich sagen, es gibt bei Mountain, soviel ich weiß, mehrere Augencremes. Die liebe ich, weil die hat eine Form von Fettigkeit, ohne das Auge zuzufetten. Und was auch total cool ist, kennst du vielleicht, manche Augencremes laufen ins Auge und es ist dann nur noch Gedräne und Gebrenne und Kacke. Die nicht. Die habe ich auch schon, lass mich denken, genommen, als ich noch Kontaktlinsen getragen habe. Also hat damals dafür nicht super funktioniert. Und natürlich mag es die Haut, wenn man es schön eincremt, aber wie gesagt, vielleicht mache ich da ein anderes Video zu. So, wie bei meinen Haarvideos, guck am besten mal, da gibt es jetzt 3 beziehungsweise bald 4. War ich ja oft in der irrigen Annahme, dass Haut, in dem Fall Gesichtshaut, auch wenn es bei den Haarvideos natürlich um Haare und Kopfhaut geht, eher den Zuspruch über Öl, Fett braucht. Also, dass ich einfach mich eincreme mit einer fetthaltigen Creme. Um dann festzustellen, wenn ich mein Gesicht nur fetthaltig creme, dann passt das nicht. Ich bin dann ein Fan von mich weiter informieren und ich bin auf die Firma Alva gekommen und dieses Feuchtigkeitsgel. Nehme ich manchmal auch einzeln, aber in den meisten Fällen in dieser Reihenfolge, wie du sie jetzt in dem Video auch siehst, ein Hydrogel, vegan, hautglättend, aus meiner Sicht ein ganz, ganz schönes Produkt. Im Sommer reicht es vielleicht auch, aber grundsätzlich, um jetzt meine Gesichtspflege im Kompletten abzuschließen, ist jetzt wieder von der Firma Hey Mountain die Creme de la Creme. Ich habe da viel rumprobiert, die hat eine perfekte Mischung im Sinne von Fett und trotzdem Feuchtigkeit. Die geht auch alleine. Ich liebe sie. Ich liebe auch an ihr, dass ich sie zum Beispiel bis in Haaransatz mal reinschmieren kann, wenn ich merke, oh, hinten wird es jetzt langsam so an der Grenze, ne, mit Haar und ist nicht mehr Gesichtshaut. Da ist so ein bisschen so ein schuppiger Rand. Vielleicht habe ich beim Waschen nicht die ganze Seife rausgenommen, das ganze Shampoo. Kannst du super gut auch sozusagen in den Haaransatz. Fettet nicht, sondern cremt einfach nur fantastisch. Und jetzt noch abschließend, wenn es jetzt kalt ist und wegen mir für die Nase, fürs Gesicht, manchmal nehme ich es auch für Hände und Dekolleté. Wenn du sagst, jetzt möchte ich aber mal wirklich was Fettiges, etwas, was angenehm fettig ist, aber wo reichhaltig ist, dann empfehle ich dir von der Firma Molondon. Da gibt es verschiedene Serien. Bei mir mag es daran liegen, dass ich Lavendel liebe. Da gibt es auch Rose, ist sicher auch gut reichhaltig. Ich liebe Lavendel, die Lavendelcreme. Die einfach gar nicht mal alle abends die schwere Creme drauf, sondern du wirst es spüren, wenn deine Haut sagt, jetzt hätte ich gerne mal nicht nur Feuchtigkeit mit einer leichten, trotzdem reichhaltigen Creme. Jetzt brauche ich mal so ein richtiges Ding. Vielleicht sogar als Tipp mal als Maske drauf tun und dann den Rest einfach, der auf der Haut bleibt, wieder abnehmen. So, liebe Xamala, das sind meine Tipps, was ich tue für meine glatte, schöne, leuchtende Gesichtshaut, wie du es genannt hast. Vielen Dank für dieses Kompliment. Ich wünsche dir als Zuschauer in jedem Fall, dass dir die Tipps gedient haben, dass du findest, was für dich Produkte sein können, vielleicht genau diese oder aus dieser Auswahl der Firmen oder was ganz anderes, weil du vielleicht auch sagst, ist ja auch mal ganz interessant zu sagen, man guckt die Creme oder die Gesichtspflege nicht nur nach an, was kann die, sondern auch, was vermeidet sie, in dem Fall zum Beispiel Tierleid. Vielen Dank für viele Daumen von dir und natürlich das Teilen und Weiterempfehlen, sowohl von dem Video auch als von meinem Kanal, wie auch Kanal abonnieren. So wie jetzt, das ist jetzt in ganz kurzer Zeit das 3. Wunschvideo. Bitte hau raus, was dich interessiert, mache ich, wie du siehst, super gerne und so schnell wie möglich. Und bis wir uns wiedersehen, alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Lebe deine Klarheit.